Willkommen bei Videowissen. Mein Name ist Rainer Weinberger. Ich bin theoretischer Astrophysiker hier am Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam. Ich habe mich eigentlich schon seit frühester Kindheit dafür interessiert, wie Dinge funktionieren. Am Anfang war das hauptsächlich technische Dinge, aber später dann auch mehr und mehr die Natur um mich herum und eben auch der Sternenhimmel. Und auch als Schüler waren die Naturwissenschaften ganz klar mein Lieblingsfach. Und ich konnte eigentlich gar nicht genug davon kriegen und war auch nicht immer zufrieden mit den Erklärungen, die meine Lehrer präsentiert haben und wollte eigentlich immer mehr wissen. Daher war es für mich auch schon relativ früh klar, dass ich Naturwissenschaften studieren wollte. Und das habe ich dann eben auch getan. Und dieser Grundantrieb, dieses Grundinteresse, das hat mich eigentlich mein ganzes Leben lang verfolgt, sozusagen. Und das ist auch nach wie vor meine Motivation. Nach der Schule habe ich dann Physik studiert, und zwar an der Ludwig-Maximilians-Universität München erstmal. Und dort hatte ich dann auch die Möglichkeit, mein drittes Jahr als Austauschstudent an der Universität Aarhus in Dänemark zu verbringen. Und dort hatte ich zum ersten Mal dann Kontakt mit moderner Astrophysik tatsächlich. Und das hat mich dann sehr inspiriert, auch meine Bachelorarbeit dort im Bereich der Kosmologie zu schreiben. Danach ging es zum Masterstudium nach Heidelberg, unter anderem auch wegen des Fachs Astrophysik. Allerdings habe ich mich in Heidelberg nicht nur darauf, sondern eben auch auf numerische Methoden und auf Computersimulationen im Allgemeinen konzentriert. Und das hat mich dann dazu gebracht, eine Masterarbeit am Max-Planck-Institut für Astronomie zu schreiben. Das ging dann über Computersimulationen von der Struktur von Galaxien. Und als das fertig war, hatte ich die Möglichkeit, am Heidelberger Institut für Theoretische Studien zu promovieren. Und zwar über die Rolle von superschweren schwarzen Löchern und deren Effekt auf Galaxien. Und das war auch eine Arbeit, die sehr stark auf Simulationsarbeit beruht hat. Und nach dem Studium dann oder nach der Promotion habe ich 5 Jahre lang in Nordamerika gearbeitet. Die ersten 3 Jahre am Center for Astrophysics der Harvard-Universität und dann 2 weitere Jahre in Kanada am Canadian Institute for Theoretical Astrophysics in Toronto. Und 2023 bin ich dann zurück nach Deutschland, hier ans AEP, um hier eine Nachwuchsgruppe aufzubauen. Aus Forschungssicht ist natürlich jeder Forschungsartikel in gewisser Weise ein Meilenstein. Und für mich persönlich war tatsächlich mein zweiter Forschungsartikel der entscheidende, weil das das erste Projekt war, das ich wirklich von der Grundidee bis zur fertigen Ausarbeitung komplett meine eigene Arbeit war. Und das gab mir zu diesem Zeitpunkt sehr viel Selbstvertrauen, auch weiter in der Forschung zu machen und auch neue Dinge zu erforschen, mit denen ich eventuell noch nicht so vertraut war. Dann würde ich sagen, auch das erste erfolgreiche Projekt meines ersten Masterstudenten war ein wichtiger Meilenstein. Oder auch zu sehen, dass meine Doktorandin nach ein paar Jahren irgendwann mal mehr wusste als ich selbst über ihr Gebiet. Das waren tatsächlich auch wichtige Meilensteine für mich, um zu sehen, dass ich nicht nur direkt Forschung machen kann, sondern eben auch anderen dabei helfen kann, über sich selbst hinauszuwachsen und eben besser zu werden in ihrer Forschung. In der Forschung selber Durchbrüche fällt es mir immer schwer zu definieren, weil Forschung immer schrittweise funktioniert und immer im Kontext der Forschung aller anderer passiert. Da gibt es dann nicht irgendwie, dass man jahrelang im stillen Kämmerlein vor sich hinbrütet und dann plötzlich was Brillantes rausbringt. Aber wenn ich eine bestimmte Sache nennen müsste, dann wäre das vermutlich eine neue Methode, um kaltes Gas in Galaxiensimulationen darzustellen. Und diese Methode ist jetzt auch die Grundlage für sämtliche Forschung, die im Moment in meiner Forschungsgruppe gemacht wird. Nun, grundsätzlich ist Forschung immer relativ langsam. Und gerade in der theoretischen Forschung kann es durchaus vorkommen, dass man mal ein Jahr oder 1,5 Jahre an einem Problem arbeitet. Man hat dann das Gefühl, man hat in dieser Zeit überhaupt nichts zustande gebracht. Und dieses Gefühl kommt alle paar Jahre mal wieder. Und es ist immer wieder eine Herausforderung, sich das selbst aus diesem Tief rauszuarbeiten. Aber ist eben auch Teil der Arbeit. Persönlich
ist es natürlich schwierig, alle paar Jahre das Land zu wechseln, eine neue Kultur kennenzulernen, eine neue Sprache und wieder komplett neue Leute kennenzulernen und auch sehr lange eben auf zeitbefristeten Verträgen zu arbeiten und teilweise nicht zu wissen, auf welchem Kontinent man im nächsten Jahr arbeiten wird. Im Moment beschäftigen wir uns hauptsächlich mit Gas in und um Galaxien. Und da geht es hauptsächlich darum, zu verstehen, wie Gaswolken zum Beispiel aus galaktischen oder mit galaktischen Winden aus Galaxien heraus transportiert werden und was mit diesen Gaswolken dann passiert. Ob die außerhalb der Galaxie bleiben, ob die dann irgendwann wieder zurückfallen und welche Konsequenzen das auf die Sternentstehung in den Galaxien hat. Und das wollen wir erst einmal verstehen in unseren Nachbargalaxien, wo wir auch relativ gute Beobachtungsdaten haben, aber letztendlich dann auch anwenden auf Galaxien im frühen Universum, um dann eben herauszufinden, ob diese Galaxien genauso funktionieren wie unsere Nachbargalaxien. Längerfristig will ich mich wieder mehr auf superschwere schwarze Löcher konzentrieren, was auch das ursprüngliche Thema meiner Promotion war. Wir wissen, dass es so ein schwarzes Loch in unserer Milchstraße gibt und wir wissen auch von Galaxien in unserer Umgebung, vor allem von sehr großen Galaxien in unserer Umgebung, dass die alle ein solches schwarzes Loch haben. Was wir aber nicht wissen, ist, wo diese schwarzen Löcher eigentlich herkommen und wie die sich entwickeln, gerade im Zusammenhang mit der Galaxieentstehung selbst. Da gibt es also noch sehr viel zu entdecken. In erster Linie würde ich empfehlen, sämtliches Gerede von Talent oder Begabung erstmal zu ignorieren. Was meiner Erfahrung nach wesentlich wichtiger ist, ist die Fähigkeit, sich klar auf eine unangenehme Arbeit, die vor einem liegt, zu fokussieren. Also konkret geht es darum, wenn man irgendwas Neues verstehen muss und so weiter, ist es natürlich, man will das eigentlich erstmal nicht machen. Und eben die Fähigkeit, dass man sich trotzdem 1, 2 Stunden hinsetzt, komplett ungestört, ohne Social Media, ohne Nachrichten, ohne E-Mails, sich nur mit diesem Thema zu beschäftigen und das Tag ein, Tag aus auch wiederholen kann. Das ist eigentlich die wichtigste Eigenschaft. Und das ist tatsächlich auch eine Sache, die man auch bereits als Schüler oder als Student schon trainieren kann. Und auch da hat man seine Hausaufgaben oder seine Vorlesungsvorbereitung. Und das geht auf sehr ähnliche Art geht das auch in der Forschung.